Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch drei einfache und schnelle DIY-Ideen für eine schaurig schöne Halloween-Deko. Unsere erste DIY-Idee werden blutige Kerzen aus Wachsmalstiften. Dafür braucht ihr als erstes eine beliebige weiße Kerze, einen roten Wachsmalstift oder eine rote Kerze, ein Feuerzeug oder Streichhölzer und dann braucht ihr nur noch eure roten Wachsmalstifte in der Flamme schmelzen lassen und das rote Wachs auf eure Kerze tropfen lassen. Fertig ist auch schon eure schaurig gruselige Halloween-Kerze, die garantiert etwas hermacht und super einfach geht. Unsere zweite DIY-Deko-Idee werden schwarz eingefärbte Kunstblumen. Jeder von euch hat bestimmt noch ein paar Kunstblumen zu Hause. Davon müsst ihr euch einfach ein paar kurze Stiele abschneiden. Dann braucht ihr noch etwas schwarze Acrylfarbe, etwas Wasser und eine Vase. Und dann fangt ihr auch schon an, etwas schwarze Acrylfarbe und Wasser miteinander zu vermischen und einfach die Kunstblumen damit anzumalen und auch die Blätter und die Stiele schwarz anzumalen. Das Ganze müsst ihr dann einfach nur noch kurz trocknen lassen, am besten vielleicht auch eine halbe Stunde auf der Heizung liegen lassen und dann könnt ihr eure düsteren, gruseligen, schwarzen Kunstrosen auch schon in eine Vase packen und habt super einfach und schnell eine tolle Halloween-Deko geschaffen. Unser drittes Halloween-DIY wird ein leuchtendes Glas mit Spinnen und Spinnenweben. Dafür braucht ihr als erstes ein recyceltes Schraubglas, dann braucht ihr noch kleine Dekospinnen, ihr braucht etwas Watte, außerdem braucht ihr noch ein kleines LED-Teelicht und ihr braucht etwas schwarze Acrylfarbe und einen Pinsel. Damit unser leuchtendes Halloween-Glas auch farblich schön gruselig aussieht, habe ich zuerst den Deckel von unserem Schraubglas mit Acrylfarbe schwarz angemalt und ihn dann erstmal beiseite gelegt, um ihn zu trocknen. Zunächst stellt ihr euer kleines LED-Teelicht auf den Boden von eurem Schraubglas. Danach befüllt ihr euer Schraubglas dann abwechselnd mit Watte und kleinen Dekospinnen, bis das ganze Glas gefüllt ist. Auch hierbei könnt ihr die Watte immer so ein kleines bisschen auseinanderzuppeln, so dass das Ganze wie echte Spinnenweben aussieht. Wenn ihr dann oben angekommen seid, dann legt ihr auch zwischen den Deckel und den Verschluss noch etwas Watte und zieht die Watte dann wie Spinnenweben um das Glas herum. Außen könnt ihr natürlich auch noch eine Spinne anbringen und fertig ist dann auch schon euer gruseliges, leuchtendes Spinnennest. Ich hoffe, euch haben meine einfachen und schnellen Halloween-Deko-Ideen gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne meinen Kanal, um keins meiner Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!